Informationen für Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen. Wie können Sie mit einer Duldung eine Arbeitserlaubnis erhalten? Wozu brauchen Sie eine Arbeitserlaubnis? Für eine Arbeit, für eine Ausbildung in einem Betrieb und für die meisten Praktika? Wann und wie können Sie mit einer Duldung eine Arbeitserlaubnis erhalten? Wenn Sie seit 6 Monaten eine Duldung nach § 60a Aufenthaltsgesetz haben und Sie nicht aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal oder Serbien kommen. In Ihrer Duldung müsste dann stehen: Beschäftigung mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet. Was ist zu tun? Zunächst müssen Sie einen Arbeitgeber finden, der Sie einstellen möchte. Dann müssen Sie für diese Arbeitsstelle bei der Ausländerbehörde eine Arbeitserlaubnis beantragen. Der Arbeitgeber muss hierzu ein Stellenbeschreibungsformular ausfüllen. Das Stellenbeschreibungsformular müssen Sie bei der Ausländerbehörde abgeben, wenn Sie dort eine Arbeitserlaubnis beantragen. Die Ausländerbehörde muss die Arbeitserlaubnis erteilen, wenn bei dem Arbeitsvertrag, den der Arbeitgeber mit Ihnen abschließen will, alle Gesetze eingehalten werden, zum Beispiel bei dem Lohn, den Sie bekommen sollen. Es werden also die Arbeitsbedingungen geprüft. Wenn Sie eine Ausbildung in einem Betrieb oder bestimmte Praktika beginnen möchten, werden die Arbeitsbedingungen nicht geprüft. Wenn die Ausländerbehörde keine Arbeitserlaubnis erteilen will, muss sie Ihnen schreiben und erklären, warum Sie keine Arbeitserlaubnis erhalten sollen. Dagegen können Sie in einer bestimmten Frist bei Gericht klagen. Holen Sie sich dazu Unterstützung. Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung? Wir helfen Ihnen gerne. Unter der folgenden Internetadresse finden Sie Projektpartner in Ihrer Region.